Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Und ich habe gerade beim Einloggen gemerkt, wir sind ja eigentlich nur 70 Meter überhalb der Zerstörungstiefe. Das ist nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Was wir eigentlich mal schauen könnten, nur rein theoretisch. Wir können es hier unten eh nicht craften. Plaschabarren und Kyanit. Wir könnten sogar noch tiefer bauen. Dafür müssten wir aber jetzt hochtauchen und so weiter. Machen wir nicht. Es sei denn, wir müssen. Und wir haben keine... Oh, wir haben keine ungewünschten Besucher. Das ist doch sehr schön. Dann können wir sogar noch eine zweite Batterie reinbauen. So. Motor läuft. Boah, man sieht hier halt absolut nichts. Und ich habe den Filmblock schon ausgeschaltet. Oh, diese Geräusche. Knack, knack, knack. Sehr vertrauenserweckend, wirklich. Also, wir wollten uns ja heute mal ein bisschen weiter hier hinwagen. Oh oh. Hier ist ein großes freies Feld. Okay. Aha, ich wusste doch. Irgendwas ist hier. Okay, wir können sogar ein kleines Stück auftauchen. Ich weiß immer noch nicht, ob diese Warper hier uns hier raus auch... Ja, natürlich ist hier schon ein Kleber. Wie viele haben wir schon? Ah, noch keinen. Verdammt. Ich hätte schnell weiterfahren sollen. Ich will gar nicht schnell weiterfahren. Ich will mir das genau angucken. Ich sag euch, die Warper sind die schlimmsten. Okay. Was war das? Wow. Ich schwöre euch, ihr müsst dieses Let's Play mit Kopfhörern anschauen. Das ist echt hardcore. Die ganzen Geräusche überall. Wie geht's den Kameras? Also hier unten sieht man Dinge. Was ist das denn hier? Okay, die erste Batterie ist leer. Was ist das hier für ein Skelett? Hä? Das ist ein Reaper. Das ist ein Reaper-Skelett. Und da ist derjenige, der den Reaper gefressen hat. Mama. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das gefällt mir nicht. Ich meine, Reaper sind... Oh, das sieht interessant aus. Kann man da rein? Das sieht irgendwie story-relevant aus. So offensichtlich, wie das hier rumsteht. Aber ich möchte mich nicht mit Typen anlegen, die Reaper fressen. Okay, wir müssen auf den Sound achten. Komm da rein. Ist das ein Eingang? Ich weiß auch nicht, auf welcher Kamera ich bleiben soll. Ich glaube, die ist gerade am praktischsten.
Na toll, da klebt schon einer. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Der greift uns nicht an, oder? Der greift uns nicht an, oder? Greif uns bitte nicht an. Ach du Scheiße. Sag mir bitte, dass es wenigstens nur den einen hier gibt. Okay. Wir tauchen mal ein Stück. Oh. Ich wusste es. Das war zu offensichtlich. Gegen die Lava fahren. Das ist hundertprozentig der Sea Dragon. Er sieht nämlich so aus wie dieses Skelett bei unserer Bay. Boah, ich dachte schon, seine Schwanzflosse ist die von dem Typen, ey. Nein, ich bin nicht paranoid. Überhaupt nicht. Aber stellt euch vor, wir verlieren das Schiff hier unten. Das wäre der Worst Case. Hier in dem Schiff ist unser gesamter Reich. Oh Gott, wie viele kleben da bitte? Oh, ich muss dringend was trinken. Okay. Vital signs stabilizing. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal die Batterie raus. Detect an alien materials and a massive energy signature. Reading originates within the natural. Im Inneren der natürlichen Struktur. Okay. Ach, ernsthaft? Haben wir jetzt die ganze Zeit geladen? Wir haben plus Energie gemacht? Trotzdem. Oh, Alter. Es ist nur ein Bug. Ist das nur ein Bug? Das ist irgendwie ein Bug. Aber ich musste auch gar nicht rein. Da sind keine Batterien. 1, 2, 3. Das ist hier alles nicht so optimal. Ich habe immer noch Angst, wenn ich zu lange hier rumstehe, dass ich aus dem Schiff rausbugge. Weil das macht das Schiff gerne mal. Und zwar erstmal noch. Jetzt sind wir so voll, wie es geht. Jetzt die Frage, ne, wir sollten da eigentlich mit dem Anzug reingehen, ne? Ja, da muss ich doch eine Batterie reinpacken. Okay, packen wir eine Batterie rein. Welche ist denn fast leer? Weil die ist danach leer. Das ist hundertprozentig klar. Also der Wärmereaktor, der lädt gut. ...78%, 79%. Ich hab doch nur 80. Okay, ich akzeptiere das so einfach mal. Und das, obwohl wir so viele furchtbare Klebeviecher da dran haben. Na gut. Ich steige erstmal aus und check, ob das da unten safe ist zum Aussteigen. Schnapp gegessen. Also schauen wir hier rein. Holy shit, Doc. Okay, ich gehe hier nicht ohne den Anzug rein. Moment, ich lese das gleich. Okay, ich kann hier mit dem Anzug raus und muss dann gleich Gas geben. Okay, was hast du gesagt? Das vulkanische Gestein, das sich in diesem Gebiet gebildet hat, kann mit der Radiokarbonmethode auf ein Alter von 800 bis 3000 Erdjahre datiert werden. Okay. Interessant. Oh man, das ist jetzt auch gleich richtig laut, ne? Das ist mit Sicherheit keine gute Idee. Wir geben gleich gar. Oh ja, das Sprungdüsen-Upgrade, das ist richtig gut. Okay, was haben wir hier? Ein Kreaturenei. Das brauchen wir nicht. Ein bisschen Kyanid.
Ach, können wir zum Zoo mitnehmen. Okay. Gut, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. 50 Grad. Wir stehen hier einen Meter neben der Lava und es hat angeblich 50 Grad. Ich habe da irgendwie meine Zweifel dran. Passiert da was, wenn wir in die Lava rein... Oh, 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 okay, okay, ja, 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 es passiert was. Der Typ kommt hier aber nicht rein, ne? Wir nehmen mal so ein bisschen Zeug mit. Boah, wie es hier aussieht. Kreaturenei. Eigentlich sollten wir eins mitnehmen, ne? So, und jetzt ist gleich eine richtig, richtig eng. Da runterfallen, ne? Dann war es das mit uns. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Okay. Eigentlich müssen wir zwei Eier mitnehmen, ne? Damit, na komm. Damit wir die züchten können. Was auch immer das ist, wahrscheinlich die Typen, aber einfach mal züchten. Nein. Was sollst du denn nehmen, Junge? Kein König. Alter. Okay. Okay. Da hinten ist was. Junge. Verzieh dich. Okay, der kann uns nicht sonderlich viel anhaben, das ist gut. Kann er immer einen Warper vernichten? Sind die Warper dafür nicht da? Können wir hier irgendwie... Hä, wie komme ich da jetzt hin? Erzähl mir nicht, ich muss da mit der Sprungdüse jetzt... Ich sollte mich nicht unbedingt mit den Typen anlegen. Okay. Gehen wir nochmal kurz wohin, wo wir nicht so angegriffen wurden und reparieren das Teil und dann suchen wir nach einer Lösung. Grad. Das sollten wir überleben. Warum ist das Ding nicht ausgerüstet? Komm schon, mach schneller. Ich will hier nicht zu lange draußen sein bei den Viechern. Die sind ziemlich böse. Okay. Also wir haben den Bohrarm und das Ding, um es zu verteidigen. Alles klar. Also, jetzt checken wir nochmal unsere Möglichkeiten. Viele haben wir ja nicht. Gut, ich meine, die bewachen hier ihre Eier, ne? Also, dass die ein bisschen angry werden, verstehe ich schon. Aber ich kann auch angry werden, Freunde. Okay, wir können vielleicht da runter. Alter, was? Junge, tut mir leid. Aber ich kann es nicht riskieren, hier beschädigt zu werden. Boah, die halten aber ordentlich was aus, du. Die halten ordentlich was aus. Können irgendwie so Blitzattacken machen. Richtig unschön. Boah, sag mal, kannst du dich einfach verpissen, Junge? Ich will dich nicht umbringen, aber ich... Zur Not werde ich es tun. Haben wir uns verstanden. Okay.
Wo geht es hier rein? Boah, können wir bis da oben fliegen? Ah, wir können hier lang. Oh, was ist denn das? Schönes Zeug. Ach, kristalliner Schwefel. Das hat gerade so grün geleuchtet. Okay, ich muss hier aber mal kurz aussteigen. Es geht nicht anders. Das ist eh klar. Okay, wir schauen mal. Wir müssten eigentlich... Jawohl, ja doch, mit dem Sprungdüsen-Upgrade kommen wir auf jeden Fall hier hoch. Ah, und ich habe auch schon den Eingang gesehen. Oh nee. Ja, wie konnte ich nur glauben, dass die Freunde hier nicht unterwegs sind? Ich habe gerade nur Opfer gehört. Ein Kraftfeld, dass das Wasser zurückkehrt. Cool. Okay, dann steigen wir mal aus. Ja, das ist ja cool. Ach, wenn wir nicht schwimmen können, dann setzt er sich so hin. Das ist ja... Ja, die brauchen richtig viel Platz, aber wir lassen sie erstmal drin. Vielleicht haben sie uns auch wegen den Eiern angegriffen. Das wäre irgendwie faszinierend. Okay. Ja, geil. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich würde euch scannen. Wartet. Lasst euch scannen und dann lasse ich euch in Ruhe und ihr lasst mich in Ruhe. Dir, fremder Roboter. Oha. Ach du Scheiße. Sein niedriges Bedrohungsniveau. Steht im Widerspruch zu der fortschrittlichen Technologie, die seine Entwickler offensichtlich zur Verfügung stand. Was darauf hinweist, dass es eher dazu dient, fremde Einrichtungen zu überwachen und beschädigte Infrastruktur zu reparieren, als Eindringlinge abzuwehren. Beurteilung: bewegungsunfähig machen und zu Altera zurückbringen für beiderseitigen Gewinn. Okay, er hat zuerst angegriffen. Deshalb versuche ich das mal zu machen. Kann ich den mitnehmen? Ich kann den nicht mitnehmen. Dafür habe ich mein Leben. Ionenwürfel zum Abbau dieser Ressource. Eine Spitze. Erzähl mir nicht, das ist so eine... Alter. Ernsthaft, ich kann... Kann ich das mit dem Bohrarm abbauen? Das probieren wir mal. Ist das hier? Das ist nochmal so ein Portal. Ionenwürfel einsetzen. Ah. Ja gut, dass man hier welche abbauen kann. Ah, dann... Okay. Also hier geht das. Bei den anderen, da war doch nicht so ein Ding, wo ich einsetzen konnte. Ja gut, klar. Wahrscheinlich sind die immer nur von einer Seite zugänglich, weil sonst hätte ich ja von dem, der hierher kommt, wäre ich wahrscheinlich super einfach hierher gekommen oder so. Je nachdem, wo die hingehen. Okay, hier geht's runter und hier geht's auch irgendwo hin. Oh nee. Shit. Oh shit. Boah, bitte lass hier irgendwo so eine Platte liegen. Okay, das ist der Zweiteingang. Das ist in Ordnung. Was hat die Platte nochmal gebraucht? Vielleicht können wir sie auch im Schiff herstellen. Dann müsste ich nochmal zurück zum Schiff, aber... Okay, ein Ionenwürfel und zwei Diamanten. Ionenwürfel kriegen wir hier scheinbar. Und zwei Diamanten haben wir mit Sicherheit noch im Schiff. Also wir könnten uns zur Not eine herstellen. Lass mich in Ruhe. Also sie scheinen nur anzugreifen, wenn man ihnen wirklich zu nahe kommt. Alter, was ist das? Ach nee, da muss ich auch durch. Datenkonsole. Daten über Fossilien. Integrating new PDA data. Daten über die Fossilien aus dem... Moment, ich brauche einen dunklen Hintergrund. Aus dem Vulkangestein, das beim Bau des fremden Kraftwerks abgetragen wurde.
Eine Reihe von Entwicklungsrichtungen konnte ausgewertet werden. Genetische Abweichung. Die Fremden zeichnen Daten über einheimische organische Überreste auf, die aus einer Zeit von 10 bis 1000 Jahre stammen. Die Lebensformen in den Aufzeichnungen zeigen eine ungewöhnlich niedrige Überschneidung mit denen, die bisher auf 4546b angetroffen wurden. Massensterben. 1000 Jahre alte Bodenproben enthalten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als heute. Die Daten untermauern ein Massensterben, das die Mehrheit der Arten ausgerottet und eine schnelle Anpassung von vielen der Überlebenden erzwungen hat. Das ist ein Stein. Den nehmen wir mal mit. Okay, hier brauchen wir auch eine lila Tafel. Wir brauchen zwei lila Tafeln. Oh, da ist auch irgendwas. Ich will da auch rein. Ach, oh. Habe ich lila Tafeln im Schiff? Bin ich ohne lila Tafeln los? Bin ich so bescheuert? Aber diesen Ionenwürfel, den packen wir mal da vorne in dieses Portal rein. In der Hoffnung, dass es nicht bereut. Seht ihr jetzt was? Kann ich das scannen? Das kann eine saudumme Idee sein. Das kann eine wirklich saudumme Idee sein. Weil wir nicht wissen, wo wir da hinkommen. Oh Gott. Aber wisst ihr was? Ich bin ziemlich gemein. Denn was passiert, wenn wir da durchgehen, erfahren wir in der nächsten Folge Subnautica. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.